Hallo und willkommen zur 76. Folge von Kraut und Rüben Videospiele. Ja gut, in der heutigen Folge möchte ich mir aber den C64-Klassiker Nebulus näher anschauen. Das wäre das hier. Also näher anschauen heißt, ich werde einmal versuchen, das komplett durchzuspielen. Ich möchte jetzt nicht versprechen, dass ich es schaffe. Ich habe Nebulus zwar ein paar Runden vorher geübt, also eigentlich schon sehr, sehr intensiv geübt, habe es auch zwischenzeitlich mal geschafft. Aber ja, der Schwierigkeitsgrad bei Nebulus ist einfach wirklich mal ziemlich hoch. Und ja, da kann ich jetzt auch nicht wirklich garantieren, dass ich es auch wirklich mal schaffen werde. Aber ich sag mal, die Chancen stehen gut. Ja, Nebulus gehört auch bis heute noch mit so einem ewigen C64-Klassikern, weil es für damalige Maßstäbe einfach ein technisch unglaublich gutes Spiel ist für den Commodore 64. Also technisch ist das wirklich brillant. Aber jenseits eben der technischen Möglichkeiten, also der des technischen Aspektes, hat Nebulus auch für damalige Maßstäbe auch ein unglaublich cleveres ja, Puzzle- und auch Game-Design. Und ja, also es hat schon seine Gründe, warum Nebulus bis heute noch mit so einem ewigen C64-Klassik angehört. Ich möchte nach Nebulus übrigens ein bisschen auf den Pressespiegel der damaligen Zeit eingehen und habe mir dafür eine alte Powerplay rausgepickt, das ist die hier. Die Nebulus seinerzeit auch wirklich sehr, sehr großartig bewertet haben und die eben auch nochmal ein bisschen näher auf den technischen Aspekt eingehen, damit ihr halt ja auch so ein bisschen nachvollziehen könnt, wie Nebulus damals in den 80er Jahren auch wirklich angekommen ist. Aber gut, ich werde jetzt auch direkt mit Nebulus starten, weil klar, die beste Möglichkeit, ein Computerspiel eben auch ja, vorzustellen, ist es dann eben auch zu spielen und dabei zu kompensieren. Achso, das möchte ich noch ganz kurz erwähnen. Was ich übrigens auch ziemlich großartig finde bei Nebulus, ist der wirklich großartige Soundtrack zu Beginn des Spieles. Der Musiker ist leider nicht extra angegeben. Ich vermute aber einfach mal, dass John Phillips selber den Soundtrack dazu beigesteuert hat. Also, dass er eben wirklich das komplette Spiel, die Grafiken und eben auch die Musik für das Spiel machte. Bei dem Soundtrack bin ich mir jetzt halt nicht sicher, aber es wäre zumindest naheliegend. Und ja, das wäre natürlich auch ziemlich interessant, weil John Phillips dann wirklich für das komplette Spiel im Alleingang verantwortlich gewesen wäre. Was ja, die ohnehin schon beachtliche Leistung eben nochmal ein Stück steigert. Aber gut, jetzt endgültig genug der Lobeshymnen. Ich werde jetzt auch endlich mal starten. So, ja gut. Aufgabe sollte klar sein, ich muss eigentlich nur nach oben kommen. Ja, so eine Eigenart bei Nebulus ist, dass das Spiel relativ viele Fallen hat. Ihr seht gerade, ich könnte jetzt so rein theoretisch nach rechts laufen und müsste jetzt nicht extra durch den Tunnel, um an dem Auge vorbeizukommen. Das Problem ist, wenn ich hier nach rechts laufe, bricht der Boden weg und ich ertrinke direkt. Das heißt, hier sollte man auf gar keinen Fall nach rechts laufen. Oh, jetzt kommt das Projektil. Also ich weiß den Namen nicht von dem Ding, ich werde es jetzt die ganze Zeit nur das Projektil nennen. Es gibt halt relativ viele Momente bei Nebulus, wo halt der Boden plötzlich wegbricht. Ich meine, das kann man auswendig lernen. Die sind halt wirklich auch festgesetzt, die wegbrechenden Böden. Und man dann einfach mal eine Etage tiefer gesetzt wird. Oder ein paar Etagen tiefer gesetzt wird, je nachdem, wo das passiert. Klar, wenn das halt weiter oben auf dem Turm ist, fährt man halt ein paar Etagen runter. Wenn man natürlich ins Wasser fällt, ja, hat man dann Leben verloren, weil Pogo, so heißt unsere Figur, nämlich nicht schwimmen kann. Hopp, der bricht auch weg. Der erste Turm ist aber noch sehr einfach. Also auch so Puzzle-Elemente halten sich hier noch in Grenzen. Hier ist es einfach nur irgendwie hochkommen und den Gegnern ausweichen. Ja, Level 1 geschafft. Wenn man jetzt weniger quatscht, kann man Level auch schneller schaffen. Aber ich möchte das Spiel auch so ein bisschen erklären. Ja, ich muss dazu sagen, dass Nebulus jetzt auch wirklich kein einfaches Spiel ist. Also ich habe das damals echt lange, lange, lange spielen müssen, bis ich das irgendwann mal geschafft habe. So die ersten 3, 4 Türme, die gehen halt noch mit ein bisschen Übung. So ab dem 5. Turm wird der Schwierigkeitsgrad dann irgendwann richtig haarig. Aber gut, das werdet ihr dann sehen. Hier das gleiche, wenn ich jetzt nach rechts gehen sollte, bricht der Boden weg und ich ertrinke, also nach links. Oh, und das Projektil wieder, weil die Projektile sind teilweise relativ stressig, zumal man da auch nicht drüber springen kann. Also wenn die wirklich mal in Situationen kommen, wo man einfach gerade eine lange, gerade Strecke laufen muss, ist es eigentlich praktisch unmöglich. Oh, Mist.
ist es eigentlich praktisch unmöglich, den auszuweichen. Oh ja, gut, hier rutsche ich wieder runter, wenn ich stehe. Kurz warten. Hoppsa. Und also die sorgen schon für eine ziemliche Hektik. Also auch zusätzlich zu dem Zeitlimit, das in den späteren Levels auch ganz schön knapp werden kann. Hier kann ich übrigens auch nicht zerstören. Also ich kann generell wenige Gegner abschießen. Ein paar kann ich lähmen, aber bei den meisten Gegnern sind meine Schüsse eigentlich wirkungslos. Die benutze ich halt meistens echt vorwiegend, um halt irgendwelche Blöcke zu zerschießen, die ich halt brauche, um halt ja Wege oder irgendwelche Aufzüge freizukriegen. Zack. Und Level 2 geschafft. Was den Schwierigkeitsgrad bei Nievolus so ein bisschen abmildert, ist, dass man für 10.000 Punkte jeweils ein Freileben kriegt. Und da die Punkte hier eigentlich auch sehr, sehr großzügig verteilt werden, wird man mit Freileben eigentlich echt sehr, sehr oft beschert. Das finde ich gerade im Falle von Nievolus sehr, sehr fair, weil der Schwierigkeitsgrad halt ja schon sehr, sehr hoch ist. So, hier muss ich übrigens gleich einmal das Projektil nutzen. Seht ihr gleich. So, ihr seht gerade, ich kann jetzt hier nicht runter. Theoretisch gesehen müsste ich jetzt auf die Etage nach unten. Geht natürlich nicht, dahin springen kann ich nicht. Die Plattform fährt da auch nicht hin. Und ja, gut. Das heißt, ich muss da einfach da stehen bleiben, warten, bis das Projektil kommt und mich da runterschleudert. Von den Aufzügen kann ich übrigens nicht abspringen und wenn die einmal fahren, kann ich auch die Richtung nicht mehr ändern. Also einmal aktiviert, muss man halt wirklich warten, bis der Fahrstuhl die Endstation erreicht und man aussteigen kann. So, hier die Blöcke muss ich zerschießen, damit ich hier an den Fahrstuhl komme. Boah, knapp. So, aufwärts. Auch der Level ist noch nicht zu schwer. Das muss man so ein bisschen timen, dass ich jetzt hier nicht direkt auf den Gegner falle. Ja, ist aber eigentlich gut machbar. So, Turm 3 auch geschafft. Also mit ein bisschen Übung kann man die ersten 3-4 Türme wirklich relativ locker schaffen. Ab dem 5. zieht der Schwierigkeitsgrad wirklich brutal an. Hier muss ich übrigens nur die Fische abschießen und ja dann einsammeln. Also hier kann ich nichts falsch machen. Das Ganze geht eigentlich nur auf Punkte. Und je mehr ich abschieße, desto mehr Punkte kriege ich halt. Ansonsten, also viel falsch machen kann man da nicht. So, der 4. Turm. Ab jetzt wird es langsam kniffliger. Noch ist es im grünen Bereich. Aber dieses Projektil erscheint uns mal genau auf der Höhe, wo meine Figur gerade steht. Das heißt, manchmal ist es hilfreich zu warten, um dann halt ja wirklich zu gucken, dass das Projektil eben auf einer Höhe kommt, wo es nicht ganz so lästig ist. Übrigens, diesen Fahrstuhl muss ich jetzt freikriegen. Ihr seht gerade, da sind diese zwei Blöcke drüber. Ich komme hier nicht durch. Den Fahrstuhl kann ich nicht nutzen, weil eben die Blöcke da drauf sind. Das heißt, ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich den Fahrstuhl freischieße. Nummer 1. So, und der Fahrstuhl ist frei. Das ist jetzt noch ein relativ einfaches Rätsel, aber später werden die Sachen echt ein ganzes Stück komplexer. Und da zeitweise auch sehr knifflig. Also die ersten 3-4 Levels sind reine Geschicklichkeitslevels. Ab Level 5 wird das ja auch von den Puzzlen her sehr, sehr schwer. Ah, Mist, Mist, Mist. Ah, okay, ah, shit. Bin auch runtergefallen. Okay, ja gut, das Zeitlimit ist in dem Level glücklicherweise recht großzügig. So, ein weiterer Punkt, wo man bei Nievolus ein bisschen aufpassen muss,
Auch das Fallverhalten von Pogo, also eurer Figur, die heißt ja Pogo, ist davon abhängig, wie ihr jetzt von der Plattform springt. Also wenn ich jetzt von der Plattform so runterlaufe, seht ihr gerade, falle ich schräg runter. Wenn ich springe, falle ich senkrecht runter. Das klingt jetzt erstmal nach keinem großen Unterschied, aber in einigen Levels kann die Art und Weise, wie man fällt, eben auch über Leben und Tod unterscheiden. Deshalb muss man da in den späteren Levels da echt wirklich gucken, was macht man jetzt? Springt man oder lässt man sich fallen? Das ist auch eine Falle. Da unten bricht auch der komplette Boden weg. Das heißt, ich muss jetzt hier warten, bis das Projektil kommt, mich dann runterschleudern lassen und kann jetzt zum Levelausgang. So, zack, Turm 4 zerstört. Die Plattform stürzt übrigens auch ab, das heißt, hier muss ich drüber springen. Ja, Nebulus ist von der damaligen Fachpresse ziemlich hoch bewertet worden. Es ist halt wirklich ein relativ cleveres und auch sehr originelles Puzzlespiel. Also was Vergleichbares wie Nebulus gab es vorher nicht, gab es auch danach witzigerweise nicht mehr, was mich ein bisschen wundert, weil das Spieldesign eigentlich recht clever ist. Achso, ich müsste jetzt eigentlich den Aufzug benutzen, aber ihr seht gerade übermäßig die Plattform. Das heißt, ich komme da nicht hoch. Ich muss also erstmal diese Plattform beseitigen. Von Nebulus gab es dann später noch einen zweiten Teil für den Commodore Amiga. Der C64 war zum Zeitpunkt schon zu schwach für sowas. In den späteren Jahren, also so nach den 80er Jahren ist so das Spielprinzip von Nebulus oder auch die ganze Spielereihe, gut, zwei Teile jetzt, ist jetzt keine Reihe, ihr wisst, was ich meine, ist die Idee nie wieder aufgegriffen worden, was mich jetzt echt ein bisschen wundert. Na gut, man könnte jetzt, das ist uns auch knifflig, man geht jetzt eigentlich davon aus, dass man nach rechts müsste. Ist auch naheliegend. Ups. Man muss aber nach links und einmal hier hochspringen. Da habe ich damals auch echt eine Weile für gebraucht, bis ich das kapiert habe. Zum einen, der Levelaufbau sieht eben aus, als müsste man nach rechts. Zum anderen ist das auch das erste Mal in einem Spiel, dass man wirklich auch so einen weiten Sprung machen muss. Also beim ersten Mal weiß man nicht mal, dass man überhaupt so weit springen kann. Ab jetzt wird das Spiel von den Geschicklichkeitspassagen und auch von den Puzzles ein ganzes Stück kniffliger. Boah, knapp. Hier muss ich auch in die letzte Tür, bei den anderen falle ich wieder ein ganzes Stück runter. Ja, das ist ein bisschen unfair. Also das Leveldesign von Nebulus ist nicht perfekt, das ist clever, das ist teilweise vertrackt, aber es hat halt sehr, sehr viele Stellen, die einfach nur sehr unfair sind und oftmals auch frustrierend. Halte ich für einen starken Schwachpunkt des Spieles. Aber ja, wie ich bereits sagte, es gab halt nichts Vergleichbares in der Richtung. Und zum einen hält sich das wirklich noch in Grenzen mit einer hohen Frustrationstoleranz. Und ansonsten ist es einfach auch technisch und vom Game Design einfach auch ein sehr, sehr gutes Spiel. Also es hat schon seinen Grund, dass Nebulus auf dem C64, andere Version kenne ich ehrlich gesagt nicht, so einen ewigen Klassiker-Status hat. Auch hier die Wellenbewegung, wirklich wunderschön. Der Level ist am Anfang so ein bisschen knifflig. Ich muss jetzt erstmal die ganze Zeit hier irgendwie rumspringen und gucken. Ah ja, jetzt muss ich erstmal die Plattform oben rechts von mir freikriegen. Das heißt, hier hoch, den Block zerschießen und wieder runter. So, jetzt kann ich hier lang.
So, jetzt muss ich hier hoch. Nee, Quatsch. Jetzt muss ich, glaube ich, da irgendwie runter. Ja gut, ich habe jetzt echt gerade den Faden so ein bisschen verloren. Ich glaube, hier muss ich lang. So, genau, hier muss ich lang. So, jetzt, ach Quatsch, was mache ich denn? Ich muss jetzt hier hoch. Mein Gott. Jetzt stand ich auf dem Schlauch. Stehe immer noch auf dem Schlauch. Boah, ich habe den Weg vergessen. Warte mal, das war total einfach. Okay, das passiert, wenn man Qua Boah. So naheliegend. Jetzt muss ich einmal rechts von mir diesen Fahrstuhl freikriegen, weil da ja auch diese Blöcke drüber sind. Also diese Plattform, die verschwinden, wenn ich mich da drauf stelle. Ich muss jetzt halt nur gucken, wie ich da hochkomme. Kurz warten, bis das Projektil weg ist. Sprung. So. Jetzt kann ich hier hoch. Ich muss hier hoch erstmal. Interessant ist übrigens, dass Nebulus damals eigentlich ein Shooter werden sollte. Also John Phillips hatte für den ZX Spectrum eigentlich geplant, so einen Shooter zu machen im Stil von Iridium. Also Iridium war für den Commodore 64 damals ja eben auch ein Action-Shooter, der ziemlich schnell war. Und am Commodore 64 auch mit zu den Klassikern gehört. John Phillips wollte halt damals sowas ähnliches wie Iridium machen. Nur halt eben mit einem Drehen im Spielfeld. Hat dann aber relativ schnell festgestellt, dass das auf dem ZX Spectrum ja technisch nicht möglich war. Der ZX Spectrum war ein schöner Computer, zweifelsohne. Oh Mann, das ist ziemlich schwer, die Stelle. Aber ja, so ein, halt ein Shooter mit so einem Drehen im Spielfeld, boah, wäre da halt einfach doch nicht machbar gewesen. Hat sich dann eben für den Commodore 64, hat sich eben dann doch für den Commodore 64 entschieden. Boah, das ist die schwerste Stelle des Levels. Jetzt mal ein bisschen ruhiger. Boah. So, jetzt aber. Und er hat dann während der Entwicklung mal festgestellt, dass man mit so einem Drehen im Zylinder-Level. Oh, die Zeit wird knapp. Jetzt sollte ich mich beeilen. Hopp, hopp, hopp. Geschafft. Hat es dann aber festgestellt, dass man mit so einem Drehen im Zylinder-Level eigentlich auch ein relativ cooles Plattformspiel machen könnte. Hat da so ein bisschen drum gebastelt und Puzzle-Elemente reingebracht und ja, auf dem Konzept entstand dann später wirklich Nebulus. Und ja, das finde ich eigentlich ziemlich interessant, dass das Spielprinzip von Nebulus ja quasi wirklich zufällig entstand und trotzdem einfach genial ist. Nebulus sollte eigentlich ein Shooter werden. So, vorletzter Turm. Ab jetzt wird das echt ein bisschen haariger, das Spiel. Jetzt muss ich einmal hier hoch. Jetzt muss ich den Block da zerschießen. Zack, zack, weil ich nämlich den Fahrstuhl, auf dem ich gerade stehe, frei haben möchte. Weil wenn ich jetzt hochfahre, klar, stoße ich mir oben den Kopf und stürze ab. So. Jetzt kann ich erstmal hier hoch. Und bin hier oben. Jetzt muss ich nämlich hier springen, das Ding entfernen. So, und kann hochfahren. Ja, also die Puzzle sind teilweise ziemlich verzackt bei Nebulus. Da muss man echt eine Weile knobeln, bis man das raus hat. Verbindung halt mit den Fallenelementen, dass eben teilweise der Boden wegbröckelt, wo man, was man halt vorher nicht erkennen kann. Ja, ist das teilweise schon ein bisschen arg unfair. Also man muss halt schon eine gewisse Frusttoleranz haben. Ah, Mist. Ja, wie gesagt, in Anbetracht, dass es für Nebulus halt vorher auch irgendwie gar keine Vorbilder gab. Denn das hat Kinderkrankheiten, die man wahrscheinlich später entfernt hätte, wenn es halt mehrere Teile davon gegeben hätte. Also es gibt noch einen zweiten Teil von Amiga. Aber ja, das war's auch. Hier darf ich übrigens nicht auf die unteren Blöcke springen, die brechen nämlich auch wieder weg. Hier muss ich auf den unteren Blöcken stehen, sonst, ja klar, werde ich von dem Dingen da getroffen. Und fall runter. Und überholen kann ich es nicht, dafür ist es zu schnell. So, ich bin übrigens gerade erstaunt, dass ich mich ziemlich gut halte. Ich habe noch kein Leben verloren. Sonst verliere ich meistens eins, weil ich halt irgendwann in einer Zeit kaputt gehe oder irgendwo durch einen Flüchtigkeitsfehler ins Wasser falle. Hier muss ich jetzt nicht lang, aber ich wollte erstmal die Bälle da holen, damit die mich nicht gleich überraschen, sondern schon mal unten sind. Jetzt hier hoch.
Wow, jetzt wird's knapp. Ich bin jetzt fast oben. Jetzt muss ich mal einmal ziemlich genau. Oh. Mist, Mist. Abgerutscht. Ich wollte gerade sagen, ich muss jetzt einmal ziemlich getimed springen, hab's aber nicht geschafft. Da muss ich nämlich mit einem gezielten Sprung eigentlich direkt alle drei Plattformen zerstören, was ich ja gerade geschafft habe. Dabei auch versuchen, nicht an der Kante abzurutschen. Das habe ich nicht geschafft. Irrelevant. Level 7 abgehakt. Und auf zum finalen Turm, der auf den schönen Namen Edge of Doom hört. Und glaubt mir, der Name ist nicht zufällig gewählt. Also der Level, der ist jetzt wirklich echt biestig. Also dass man so viel Zeit hat, das hat seine Gründe. Zum einen finde ich das Puzzle hier auch ganz recht knifflig. Ich meine, gut, mittlerweile kann ich das halt, weil ich es halt recht oft gespielt habe. Aber auch da habe ich lange für gebraucht. Jetzt wieder hier hoch. Ihr seht, oh. Ich hätte jetzt gerne was erklärt, aber ich muss da wieder raus wie ein Projektil. Hopp. So. Also ich habe jetzt eigentlich, was ich bis jetzt gemacht habe, war eigentlich nur, um diesen Fahrstuhl freizusetzen. Also dass die Zeit hier so großzügig bemessen ist, das hat seine Gründe. Boah, das ist so eine schwere Stelle hier. Hier muss ich wirklich fast perfekt springen und habe aber auch keine Zeit, da irgendwie lange zu stehen. Weil ich da, ja, einfach keinen Fleck habe, wo ich sicher stehen kann. Ah, Mist. Also der Level ist, ja, der Level heißt halt Edge of Doom und das hat durchaus seine Gründe. Ich werde in dem Level jetzt auch echt weniger quatschen, was einfach daran liegt, dass ich mich hier wirklich konzentrieren muss, weil der Level, ja, wirklich hart ist. Hup. Also wenn ich das geschafft habe, ma. Also das ist wirklich die härteste Sprungpassage des ganzen Spieles. Wie gesagt, man hat keine Zeit, da irgendwie eine Sekunde stehen zu bleiben. Komm, letzter. Also jetzt unten, oben geht's, was auch nicht leicht ist, aber man hat ein bisschen mehr Zeit. Aber unten muss man wirklich so eigentlich durchspringen und das gleichzeitig so timen, dass man nicht getroffen wird. Jetzt einfach den Block da abschießen. Ist nämlich der eine Fahrstuhl schon mal wieder frei. Jetzt wieder hier hoch. So, ihr seht gerade, jetzt muss ich den einen Fahrstuhl, der gerade rechts vor mir war, irgendwie frei bekommen. Hier rüber. Den da. So, und hoch. Weiter hoch. Zack. Guck mal hier, den Fahrstuhl so halb frei schießen. Boah, das ist jetzt vom Timing her knifflig. Warte mal hier. Oh, Mist. Ich wollte mich jetzt eigentlich in eine sichere Position bringen, wo ich nicht getroffen werden kann. Hab jetzt aber ehrlich gesagt nicht gewusst, dass der Boden da wegbricht. Egal. Hoch. Oh, perfekt, super. Der steht da super. Boah. Ja. So. Die Zeit wird langsam ein bisschen knapper. Ich sollte mich jetzt echt beeilen. Jetzt große Fehler machen darf ich nicht mehr. So, wegschießen, hoch. Boah. Das Projektil kommt jetzt auch öfter gegen Ende, weil ich auch fast oben bin. Den wegschießen. Hier drauf. Oh, das war eine Falle. Mist. Oh, Mist. Noch 30 Sekunden. Oh, das wird knapp. Das wird jetzt richtig knapp. Boah, komm, ich will es versuchen. Vielleicht schaffe ich es noch. Also weit ist es nicht mehr. Ich bin fast oben. Ich bin eigentlich fast oben. Boah, jetzt kommt das Projektil. Komm, da bin ich schon.
Hier drauf, Sprung. Sprung, Sprung, hoch. Oh. So, ich muss die dritte Tür nehmen. Die anderen sind eine Falle, da falle ich wieder runter. Okay. Okay, das war jetzt knapp. Ernsthaft, ich habe jetzt gerade nicht mehr damit gerechnet, diesen Level noch zu schaffen. Das war jetzt echt hart knapp. Okay, ich habe Nebulus geschafft. Ja, mein Fazit. Ich habe ja während des Spiels schon mehrmals erzählt, dass ich Nebulus allein von der Grundidee her für ein ziemlich großartiges Spiel halte. Zugegeben, nicht perfekt. Es hat im Leveldesign schon ein paar sehr, sehr unfaire Momente. Aber gut, da kann man wirklich nur drüber hinwegschauen. Ansonsten ist das ganze Ding vom Game Design her und auch generell von der Grundidee eigentlich ein ziemlich großartiger Titel. Und mich hat es immer so ein bisschen gewundert, dass das Spielprinzip von Nebulus in den späteren Jahren nie wieder aufgegriffen wurde. Jetzt mal von Nebulus 2 abgesehen. Ich meine, klar, am Commodore 64 war das technisch wahrscheinlich auch einfach nicht mehr möglich, da nochmal einen draufzusetzen. Der Commodore 64, die Technik war halt nun mal begrenzt. Aber gerade bei späteren Computern oder eben auch bei den heutigen Möglichkeiten wäre das Spielprinzip wie Nebulus eigentlich relativ einfach zu stemmen. Und da hat es mich aber so ein bisschen gewundert, dass die eigentlich richtig gute Idee von Nebulus ja nie irgendwie wirklich weiterentwickelt wurde. Weil das wäre heute einfach kein Problem mehr. Okay, damit ihr so ein bisschen nachvollziehen könnt, wie Nebulus damals eben auch generell aufgenommen wurde, vor allem von der Fachpresse, habe ich einmal eine alte Powerplay rausgesucht. Ausgabe 1 übrigens, die müsste im November 1987 erschienen sein, wenn ich mich nicht täusche. Oktober, November 87 kam die auf jeden Fall raus. Und ich habe ja schon mehrmals erwähnt, dass gerade die Happy Computer und auch die Powerplay-Garde, die ja quasi zusammengehörten, generell immer sehr, sehr kritisch waren und auch mal sehr, sehr hohe Maßstäbe an Computerspiele setzten. Aber selbst die haben Nebulus damals ziemlich großartig bewertet. Ich suche mal eben den Test. Ah, hier ist er. Und ich möchte aus dem Test einfach mal so ein bisschen vorlesen. Okay, jetzt die Inhaltsangabe und die Spielbeschreibung erspare ich mir jetzt. Ich meine, ich habe das gerade gesehen. Ich komme direkt zur Wertung. Boris Schneider, einer der Redakteure der damaligen Powerplay, bewertete Nebulus mit Super und schrieb: Der Programmierer John Phillips hatte wohl die Idee für einen tollen grafischen Effekt gehabt und dann daraus ein Spiel gemacht. Anders kann ich mir die Entstehung von Nebulus nicht denken. Denn auf den fantastischen Effekt mit den drehenden Türmen muss man erst einmal kommen. Ansonsten ist Nebulus ein Plattformspiel bester Sorte. Schon der erste Level ist sehr schwer, aber mit Übung und Konzentration zu schaffen. An diesem hervorragenden Spiel sehe ich eigentlich nur einen Kritikpunkt. Manchmal ist es unmöglich, bestimmten Gegnern auszuweichen. Ja, das ist ein Kritikpunkt, den ich ja selbst mehrmals angeschnitten habe. Der ist leider nicht von der Hand zu weisen. Und egal. Manchmal ist es unmöglich, bestimmten Gegnern auszuweichen. Man spielt praktisch perfekt und wird trotzdem von einem Sprite getroffen. Das kostet zwar nur einige Spielsekunden, ärgert mich aber trotzdem. Und Heinrich Lennart bewertete Nebulus mit gut und schrieb dazu: Ich versuche erst gar nicht, den irren Dreheffekt zu beschreiben, mit dem der Leuchtturm auf dem Bildschirm rotiert. Denn den muss man einfach erlebt haben. Diejenigen, die behaupten, dass aus dem C64 nicht mehr viel rauszuholen ist, werden durch diesen Super-Effekt Lügen gestraft. Vor lauter Begeisterung sollte ich vielleicht das Spielprinzip nicht vergessen. Nebulus ist ein etwas schwieriges, aber fesselndes Programm mit ein paar Schönheitsfehlern. Wenn man sich mühsam über den ersten Turm hinausgearbeitet hat und alle Leben verliert, beginnt man wieder ganz von vorne. Knirsch. Eine Art Continue-Game-Option als Frustbremse fehlt leider. Aber gerade weil das Spiel nicht einfach ist und man sich jeden Fortschritt erarbeiten muss, bleibt man förmlich am Joystick kleben. Nebulus ist sehr herausfordernd und technisch hervorragend. Und einmal die Wertung in Prozenten. Hier noch in Zahlen. Die Prozente haben sie später vergeben. Also die Grafikwertung hat damals 9 bekommen. Also damals ging die Wertung noch bis 10 und 9 von 10 Punkten ist zweifelsohne eine ziemlich gute Grafikwertung. In Sound hat Nebulus 7 Punkte bekommen, halte ich für absolut legitim. Und in der Powerwertung hat Nebulus dann 9 von 10 Punkten bekommen. Ich muss sagen, nach heutigen Maßstäben ist der Begriff Powerwertung natürlich schon ein bisschen niedlich.
Ich denke mal so grob übersetzt auf heute, ja, wäre es wahrscheinlich so quasi der Gesamteindruck. Aber gut, irrelevant, ob es die Powerwertung ist oder der Gesamteindruck. Also 9 von 10 Punkten, ja, ist zweifelsohne eine ziemlich gute Bewertung. Ja gut, damit möchte ich die heutige Folge auch abschließen. Und okay, in der nächsten Folge möchte ich mich übrigens dem Commodore Amiga widmen und vom Commodore 64 erstmal so ein bisschen wegkommen. Und aber gut, da kommen wir in der nächsten Folge zu. Ansonsten sage ich mal, ja, tschüss, bis zur nächsten Folge.